Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Juli-Ausgabe vom Kiez-Report. Ich stelle Ihnen kurz gefasst die Artikel aus unserer 103. Zeitungsausgabe vor. Die ausführlichen Berichte lesen Sie in unserer Juli-Zeitung vom Kiez-Report oder auf unserer Internetseite unter Kiez-Report 2012 Juli. Vom Vertrauen in eine gute Sache. Manchmal glaubt man, bestimmte Dinge wären in einer immer schneller und komplexer werdenden Gesellschaft, in der es jedem nur darum geht, immer als erstes nur an sich zu denken, längst ausgestorben. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel von Herrn Lehnhardt, der der Volkssolidarität kürzlich ein Geschenk in besonderer Größenordnung machte. Er überließ dem Verein sein Haus in Berlin-Mahlsdorf. Da das Haus für soziale Zwecke nicht geeignet schien, beschloss die Volkssolidarität, das Haus zu veräußern. Herr Lehnhardt brachte Herrn Bachmann vollstes Vertrauen entgegen, die Abwicklung im Sinne des Vereins zu vollziehen. So übergab Herr Lehnhardt Uwe Bachmann die Hausschlüssel. Das große Vertrauen war berechtigt. Bachmann Immobilien hat das Haus erfolgreich und reibungslos verkauft. Der Ertrag des Verkaufs fließt in die Einrichtungen der Volkssolidarität. 3 Seniorenwohnheime, 6 Kindertagesstätten, 3 Einrichtungen für Servicewohnen und 7 Sozialstationen. Herr Lehnhardt entschloss sich, zukünftig in eine der Einrichtungen zu ziehen, um seinen verdienten Lebensabend mit dem dort verbundenen Service zu genießen. Welche Dienste und Leistungen der Sozial- und Wohlfahrtsverband anbietet, erfahren Sie in unserem aktuellen Kiez-Report auf Seite 1. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen oder vermieten möchten, rufen Sie uns an oder besuchen uns in unseren ebenerdigen Ladengeschäften in Mahlsdorf und in Panketal im Ortsteil Zebernick. Bei uns ist Ihre Immobilie in guten Händen. Uwe Bachmann kümmert sich vertrauensvoll und kompetent um Ihre Vermittlung. Im Mai haben wir 11 Immobilien verkauft. Bachmann Immobilien präsentiert Immobilien mit einem Film. Für Verkäufer und Vermieter ist die Videopräsentation ein Service ohne Zusatzkosten. Unser wendiger Flugroboter filmt die Immobilie von außen und unsere professionelle Filmausstattung zeigt die Immobilie von innen. Das Video präsentiert die Immobilie wahrheitsgetreu ohne Wenn und Aber. Der Interessent besucht unsere Internetseite, geht in dem Film durch die Immobilie, so wirklichkeitsnah wie diese ist, und entscheidet, ob er einen Besichtigungstermin mit uns vereinbaren möchte. Und bei der Vorortbesichtigung hat er das Gefühl, hier war ich doch schon mal. Bachmann Immobilien ist 7 Jahre in Folge als internationales Immobilienunternehmen ausgezeichnet. Mit dem Qualitätssiegel von Bellevue Best Property Agents, Europas größtem Immobilienmagazin. Das Qualitätssiegel zeichnet die weltweit besten Makler aus. Für kompetente Beratung, langjährige Erfahrung und umfangreiche Marktkenntnis beim Kauf und Verkauf von Immobilien. Rufen Sie uns an, wir beraten und begleiten Sie. Unsere Kunden suchen Immobilien und Wohnbaugrundstücke. Diese Immobiliengesuche haben wir für Sie zusammengestellt in unserer Kiez-Report-Zeitung auf Seite 4. Recht beim Grundstücksverkauf. Bauland in innerstädtischer, grüner Lage wird immer knapper. Die Nachfrage steigt, der Preis auch. So entschließen sich immer mehr Eigentümer, einen Teil ihres Grundstücks zu verkaufen. Dabei gibt es Verschiedenes zu bedenken. Die Teilung ist zwar seit einigen Jahren genehmigungsfrei, durch die Teilung dürfen aber keine baurechtswidrigen Zustände geschaffen werden. Jede Teilfläche muss selbstständig bebaubar sein. Was es dabei noch zu beachten gilt, erklärt Rechtsanwalt und Notar Dr. Persicke ausführlich im Kiez-Report Juli. Das verschlossene Schloss. Unser Ausflugstipp führt Sie diesmal ins Schenkenländchen, dem Tor zum Spreewald. Viele Rad- und Wanderwege laden hier zum Entdecken ein. Die reizvolle Landschaft der Halbinseln und Inselchen im Teupitz-Körisser Seengebiet wird Sie verzaubern. Lohnenswert ist eine Bootstour über die miteinander verbundenen Seen. Sehenswert ist auch das Schloss, einst Sitz des Königs von Preußen, später Hotel, Restaurant, kunstgewerbliche Produktionsstätte, Wohnsitz für Umsiedler, Kinderferienlager und Betriebsferienheim für Mitglieder des ZK und verdiente Veteranen. Mit der Wende wurde das Haus an die Hotelkette Belvedere überführt und damit wieder für jedermann zugänglich.
Es blieb Schlosshotel, bis es die Treuhand irgendwann verkaufte. Heute steht der Besucher leider vor verschlossenen Türen. Die Pläne des neuen Eigentümers sind ungewiss. Rodeln im Sommer. Wie wäre es mit einer Rodelpartie im Sommer? Der Erlebnis- und Freizeitpark Teichland in der Lausitz mit seiner Berg-, Wasser- und Waldlandschaft lädt zu abenteuerlichen Erlebnissen ein. Ob der slawische Götterhain, der Irrgarten, der Aussichtsturm mit seinem herrlichen Panoramablick von der Bärenbrücker Höhe oder ausgedehnte Wanderwege, die erkundet werden wollen. Hier ist für jedes Familienmitglied etwas Spannendes dabei. Absoluter Höhepunkt für Groß und Klein ist wohl aber die Sommerrodelbahn, die auf der 600 Meter langen Strecke so manchem einen Freudenschrei entlockt. Der Eintritt in den Erlebnispark ist frei, eine Schlittentour kostet 2,20 Euro. Mehr dazu erfahren Sie im aktuellen Kiezreport. Sommer Open Air im Krimi-Theater 2012. Am 23. Juni öffneten wieder die Pforten zum Amphitheater des romantischen Lakeside-Burghotels zu Strausberg. Zum sechsten Mal erwartet den Zuschauer hier ein bunt gemischtes Programm mit knisternder Spannung. Ob Gift oder Schlinge, Pistole oder Messer, ein Mord gehört immer dazu. Welche Stücke bis zum 1. September jeden Samstag jeweils um 20 Uhr zur Vorführung kommen, lesen Sie in unserem Kiezreport. Und mit etwas Glück können Sie bei unserem Lesergewinnspiel zwei Freikarten gewinnen und sich auf einen kulturellen Kurzurlaub unter Palmen freuen. Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und beantworten folgende Frage per Postkarte oder E-Mail bis 5. August 2012. Was wurde Herrn Bachmann entgegengebracht? Wir drücken Ihnen fest die Daumen. Die Gewinner werden sofort nach der Ziehung schriftlich benachrichtigt und in unserer September-Ausgabe 2012 veröffentlicht, sowie in der Sendung genannt. Aus dem Lesergewinnspiel der Mai-Ausgabe haben gewonnen Frau Kutzner aus Kaulsdorf und Herr Fischer aus Wildau. Das Wintergarten-Varieté schenkt Ihnen je zwei Freikarten für das Gastspiel Funky Town Music Fun and Acrobatics. Mit unserer Juli-Ausgabe verabschiede ich mich von Ihnen. Wir sehen uns wieder im August mit neuen, spannenden Themen. Ihre Claudia Fuhrmann.